Ei, ei, ihr Wasser- und Landratten. Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier immer noch mit unserem Schiff. Wir wollen natürlich in Richtung der Spartaner, aber ich habe gerade gelesen, hier in der Quest, dass uns die Athener da im Weg stehen. Die haben nämlich eine Barrikade gebaut oder eine Blockade und die werden wir durchbrechen müssen, um zu den Spartanern zu gelangen. So, jetzt habe ich aber auch hier gesehen, im Menü gibt es jetzt einen Schiffreiter. Da haben wir unseren Phemios angeheuert, plus 3% maximalen Fallschaden. Und dann können wir unser Schiff halt weiter upgraden. Da brauchen wir auf jeden Fall Eisen, Leder. Ich weiß gar nicht, was diese drei Steinchen da sind. Das heißt, diese Karten, die man findet. Ich gucke gleich nochmal nach. Könnte ich halt auch machen. Ausdauer der Ruderer. Könnte ich erhöhen mit 60 Leder und 1000 Drachmen. Den Rumpf machen die Adressaier widerstandsfähiger. Auch nicht verkehrt. Das erste möchte ich, glaube ich, den Waffenschaden erhöhen. Oder Feuerschalen. Halte LT und RB gedrückt, um Brandpfeile zu verschießen. Oder Brandspeere. Ja, Brandpfeile sind auf jeden Fall schon mal ganz gut. Zusätzlich, um einfach Damage rauszuhauen. Ach, kann ich nicht verbessern? Warum nicht? Was fehlt mir denn da? Da fehlt mir Holz. Ach, Holz fehlt mir dafür. Ah, guck mal, wir brauchen viel mehr Holz. Ich kann nichts verbessern. Ja, überall fehlt mir das Holz. Okay. Wissen wir, was wir denn jetzt machen? Und wieder Holz sammeln. Oder Holz plündern. Ich weiß gar nicht, ob man hier wieder Rohstoffe von Schiffen mopsen kann. Händler, Beute, Holz. Ah, guck mal. Sollen wir das mal versuchen? Kommen wir gerade mal einen Händler an. Ich brauche Holz für unser Schiff. Komm, ich ja am schnellsten echt kriegen. Ach, direkt durchsuchen. 6 Olivenholz. Ja, da hat sich ja die Jagd voll gelohnt. Hätte ich auch direkt, also den Baum plündern können. Ah, ich kann es direkt von hier durchsuchen. Ich muss gar nicht hinfahren. Praktisch. Was ist das hier? Das ist wahrscheinlich ein Kriegsschiff. Was haben die dabei? Gar nichts. Okay, aber so kann man sein Schiff upgraden. Das ist gut. Müssen wir nicht immer so weit sammeln. Weit fahren, um zu sammeln. 105 Holz. Wie viel haben wir denn? 71. Oh Gott. Da bauen wir auf jeden Fall aus. Na gut. Vielleicht nochmal ein Handelsschiff vorbeifährt, nehmen wir das natürlich mit. Also, meine Aufgabe wird sein, immer, sobald ich es nur sehe, Holz mitzunehmen. Was ist das da eigentlich? Was schwimmt da? Können wir das auch einsammeln? Ah, Holz. Ach komm her, war wahrscheinlich einfach Treibholz. Natürlich auch cool. Da ist auch noch Treibholz. Aber das lehnt so blöd, das Schiff. Ich muss, genau, in der Perspektive geht es besser. Haut rein. Rudert, was das Zeug hält. Nochmal Holz. Ja, ist natürlich praktisch, dass man hier einfach unterwegs Treibholz mitnehmen kann. Wunderbar. Der Barnabas. Hier hat er mal eine Bestie gesehen. Mal gucken, was hier... Oh. Ein goldenes Fragezeichen. Komm, wir halten hier an. Wo kann ich denn hier anlegen? Wahrscheinlich gar... Ja, komm, rudert mal los. Was ist da los? Ach, die kommen nicht näher an die Insel ran. Okay. Wie kann ich denn das Steuer verlassen? Ah. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mal hin. Es sei denn, es hat ein zu hohes Level hier auf der Insel. Piratenleben Barnabas, Stufe 7. Ach, guck mal. Hat der uns sogar... die Quest quasi gegeben. Beim Erzählen wahrscheinlich. Ich habe nämlich nicht so zugehört. Erstmal ist das Schiff war laut und zweitens singen die auch sich da irgendwie die Kehlen aus dem Leib. Das sind halt tüchtige Seemänner. Wahrscheinlich sind sie auch betrunken. Pff, ich hänge so halb in der Welle fest. Na, was haben wir denn hier?
Hier sind auf jeden Fall Schätze. Hat der Barnabas hier mal Schätze vergraben? Das kann natürlich auch sein. Gegner scheinen hier erstmal keine zu sein. Vergessene Insel. Jetzt müssen wir irgendwie natürlich da reinkommen. Ah. Schatz plündern. Ja dann, auf geht's. Wow. Das ist, krass. Krasse Insel. Was sind das hier für Goldkonstrukte? Einen Schatz haben wir schon mal. Oh. Nicht, dass es da irgendwie kaputt geht. Haben wir hier noch irgendwas? Da könnte ich durchkrabbeln. Da ist noch ein Schatz. Den muss ich natürlich mitnehmen. Drei Stück sind es hier insgesamt. Und es war ja golden. Also goldene Fragezeichen war ja auch im alten Assassin's Creed immer was Besonderes. Auch diese Schatzkiste sieht eigentlich auch nicht antik aus. Aber wir haben auf jeden Fall massig Edelsteine jetzt bekommen. 11 und 12, glaube ich. Edelsteine und Obsidian. Okay, da sind wir reingesprungen. Ist da ein Weg da oben? Können wir eben gucken. Let's us take a look. Falls ich irgendwo hochkomme. Na? Ich glaube, da kann man nicht hoch. Nee, das Spiel bietet uns ja viele Freiheiten, aber da können wir nicht hoch. Aber wo war denn jetzt der Weg hier zum Durchschwimmen? Hä? Stufe, hier war doch gerade einer. Der hier? Ah, okay. Dann schauen wir mal, irgendwo hier muss ja der dritte Schatz noch sein. Nicht von dieser Welt. Ja, habe ich ja gesagt, das ist nicht antik. Das sieht sehr futuristisch aus. Sieht ein bisschen aus wie ein... Was war das? Sieht so aus, als könnte ich noch nicht durch diese Tür gehen. Vielleicht ein andermal. Was? Ich will durchgehen, ich will wissen, was dahinter ist. Oh, das können die nicht machen. Ich will da jetzt rein. Wir wissen unbedingt wissen, was da jetzt drin ist. Wahrscheinlich gibt es da irgendeinen Kampf oder so. Vielleicht ist da wirklich ein Drache oder sowas drin, das kann auch sein. Irgendwas, was hier nicht hingehört. Vielleicht ist da auch der Donald Trump drin. Ne? Das kann natürlich auch sein. So als Endgegner. Wäre eine Möglichkeit. Jetzt konnte ich nämlich den dritten Schatz nicht plündern. Der war bestimmt da drin in dem Raum. Die Wellen, die drücken uns auch, glaube ich, weg, wenn ich das richtig spüre. Vergessene Insel. Höhle auf der vergessenen Insel. Barnabas. Da kann ich nochmal eben hingehen. Vielleicht öffnet sich da noch irgendwas. Ich weiß es ja nicht. Aber ich will auf jeden Fall da rein. Ich muss wissen, was da drin ist. Muss es herausfinden. Achso, mein Schiff ist hier nur. Oh. Hilfe! Bitte! Hilfe? Bitte, ich flehe euch an! Hi! Oh, die Götter schicken dich. Was gibt's? Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten! Sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt! Bitte, rette ihn! Zeig mir die Drachmen. Ich riskiere meinen Hals nicht für den Bruder eines Seemanns. Außer natürlich, du hast ein paar Drachen. Wir sind ja Söldner. Ich bin kein Seemann, ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder. Dann komme ich mit auf dein Schiff. Ja, okay, ist ein Deal. Einverstanden, machen wir. Wir finden die Piraten und retten deinen Bruder. Auf geht's. Quest verfolgen. Wo sind denn die Piraten? Sind die auf dieser Insel?
Ach nee, sind da drüben auf der nächsten Insel. Kann man sein Schiff denn auch irgendwie rufen? Kann ich mein Pferd eigentlich hier rufen? Ach, na los! Kann ich jetzt mit meinem Pferd zum Schiff reiten und von dort aus weiterfliegen? Das wäre cool. Vielleicht kommt ja irgendwann mal so ein richtig futuristisches AC in der Zukunft einfach. Futuristisch in der Zukunft auch geil, ne? Wisst ihr Bescheid. Den Schatz plündern. Ja, den einen Schatz, den würde ich echt gerne plündern. Dieser Höhle da. Ach, das nervt mich. Und los geht's. Ich könnte doch nicht einfach so einen Ort erschaffen, wo man nicht hinkommt. Los. Kann mein Pferd schwimmen? Muss ich ja mal herausfinden. Bestimmt. Bestimmt kann es das. So, komm. Komm, komm. Wir müssen den Zimmermann retten. Die Axt im Haus spart den Zimmermann. Was haben die denn da gerade gemacht? Alter. Was tun die? Nicht untergehen, Leute. Das Schiff ist stabil. Ihr dürft die Gesetze der Physik nicht missachten. Bitte was? Was macht der da? Was tut ihr? Hallo? Hallo? Meine Crewmitglieder verschwinden. Das ist gruselig. Okay. Ich tue mal so, als hätte ich das nicht gesehen. Und wie gebe ich denn Gas? Schneller! Ah. Euch lasse ich da mal da, ne? Komm mal. Die bleiben da stehen. Tschüss, Leute. Da kommt schon der Hai und frisst die. Und zwei Crewmitglieder weniger. Ah, herrlich, diese Bugs, ey. Also, das ist keine Bugs, das sind Features. Gleich hole ich den Piraten. Erst rette ich den hier. Er ist Zimmermann. Piraten haben seinen Bruder entführt. Wenn wir den retten, wird er uns helfen. Dann jagen wir ein paar Piraten. Legt euch in die Riemen. Guck mal, das sind ja Piraten, ne? Kann ich nicht einfach. Langsam! Wow. Okay, ich kann also nicht einfach angreifen. Wir warten auf die Rückkehr des Kapitäns. Das ist natürlich geil. Ich habe noch keine Pfeile. Ja, wie blöd ist das denn, ey? Da stehen da Leute. Ich schieße ungefähr 100 Pfeile auf den. Und er kriegt nicht einen Schaden. Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Naja. Niemand, du hast nichts gesehen. Ich glaube, der hat Kopfschmerzen. Was der denn da mit dem? Foltern. Hat er mich gesehen? Okay. Oh. Gott, ich bin vergiftet. Piraten, helft mir! Ich hätte gerne mal Pfeile. Oh Gott, das scheiß Gift haut auch voll rein. Ich muss irgendwas machen, dass meine Gesundheit sich schneller regeneriert. Hier Pfeile. Hast du einen Pfeil? Ja, okay. Aber ich bin nämlich fast tot. Kacke, ey. Ein Hit. Ah, jetzt regeneriere ich mich. Okay, der eine ist nur der Pirat, der hier rumrennt. Orientierungslos rennt er ja durch die Gegend. Hilfe! Jetzt renn doch nicht wieder zu denen. Na komm. Hey. Ich pfeif dich an, also musst du zu mir kommen. Komm her. Wie
definitiv das Werk eines Söldners. So, weg mit deinen scheiß Giftklingen, ey. Warum kann ich eigentlich seine Giftklinge nicht nehmen? Oh, Fetti, was willst du? Fetti, ich mach aus dich, Fetti, mach ich Konfetti. Und folgendes. Ich trete jetzt aber um. Wollen wir Freunde werden? Ich hab dich doch getreten, also werden wir Freunde. Weg. Na komm. Auf jeden Fall. Au. Ah. Uah. Finish him. Haben wir geschafft. So, dann retten wir die. Was macht der eigentlich da immer noch? Der rennt immer noch im Kreis hier rum. Ich glaube, der weiß, der ist verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Aufheben. Eskortiere die gefangene Person in Sicherheit. Hat jemand Sicherheit gesehen? Hallo, Sicherheit? Da oben ist die Sicherheit. Okay. Dein Bruder schickt mich. Dieser Narr schickt immer wieder andere für die Drecksarbeit. Ja, Mann. Soll er selber machen. Wie schlimm ist es? Du wirst es nicht überleben. Nein, komm, du wirst es überstehen. Du wirst es überstehen. Du bist eine schlechte Lügnerin. Aber gütig. Soll ich deinem Bruder etwas mitteilen? Sag meinem Narren von Bruder, dass ich tot bin. Okay. Hat er gerade mit dem Fuß hochgehoben? Und warum liegt er jetzt so breitbeinig? Alter. Das geht ja gar nicht. Es ist nicht würdig, so zu sterben. Komm, wenigstens eine Wasserbeerdigung. Viel würdiger. Melde dich beim Zimmermann. Mache ich. Komme. Gibt's eigentlich noch einen Schatz? Ich höre wieder dieses komische Geräusch hier. Hä, da sind zwei Schätze. Aber die sind. Sind die unterirdisch? Der rennt immer noch seine Joggingrunden hier. Sehr krasser, ausdauernder Typ. Muss man doch dann irgendwie runterkommen noch. Also das geht ja gar nicht, dass hier irgendwelche Schätze sind und wir nicht drankommen. Ich werde einmal kurz die Insel umkreisen. Irgendwie muss ich doch da rankommen. Vielleicht verrät uns das auch der Typ, der die ganze Zeit rumjoggt, wenn man da reinkommt. Oder ist einfach auch ein Bug. Soll es ja ein paar geben in dem Spiel. Wenn es halt Open World ist, dann kann es auch schon mal ein bisschen anders werden. Ist das auch wieder Treibholz? Kann ich das so einsammeln oder kann ich das nur vom Schiff aus einsammeln? Na, ich vermute nur vom Schiff. Schatzplündern. Ach doch, da steht Schatzplündern. Na, hier müsste irgendwo ein Eingang sein dann. Da unten. Oh, guck mal. So, dann hoffe ich nur, dass mein Sauerstoff reicht. Oh mein Gott. Schatz, dann bin ich ganz schnell hier weg.
glaube, das wird knapp. Oder? Jetzt noch nach oben? Nee, passt locker. Alles gut abgeschätzt. Es ist echt ein Wahnsinn, wie lange die Frau hier die Luft anhalten kann. Das macht die schon ganz gut. Muss ich sagen. Könnte ich nicht. Könnte ich nicht. Alles andere könnte ich in dem Spiel, aber das könnte ich nicht. Hüpf. Ach, er rennt nicht mehr. Guck mal, er bleibt stehen. Was? Spartanische Herrschaft, unentdeckter Anführer? Bist du ein Anführer? Bist du ein Anführer, habe ich gefragt. Nein, das habe ich daneben getreten. Nein! Oh, ich wollte nicht töten, ich will doch nur... Ist jetzt überhaupt der Anführer? Ich will dich doch nur... Ach, egal. Was? Jetzt kommt noch mal Pferd angeschaut. Ich bin ja... Die Insel macht mich kürre, ey. Die Insel macht mich einfach verrückt. Das ist eine Insel der... Verrückten. Lass mich abhauen. Ich war einfach nur weg. Creepy. Creepy. So, wir haben zwei... Nee, ein Zimmermann. Hast du meinen Bruder gefunden? Wo ist er? Er schwimmt im Wasser. Er hat nicht überlebt. Tut mir leid. Nein, nein, nein! Verfluchte Götter! Jetzt spring bitte nicht ins Wasser. Auf diesem Schiff gab es nur Piraten, keine Götter. Ich bat ihn, mit mir zu kommen. Er hasste die See. Ein Speer in der Hand macht mir den Schmerz erträglich. Wir geben dir einen Hammer, wenn du zu deinem Wort stehst. Natürlich. Mir ist hier nichts mehr geblieben. Gut. Neue Gravur freigeschaltet. 4% Giftschaden. Willkommen. Öffne das Schiffsmenü. Ach, jetzt könnte man einen anderen anheuern. 2% maximale Schiffspanzerung. Lass mal auf Fallschaden. Früher oder später können wir es freischalten. Verbessere den Rumpf, um mehr Bootsleute anheuern zu können. Ja, da fehlt das Holz noch. Okay. Dann. Wenn wir jetzt kämpfen, ne? Die Athena da vorne angreifen. Fähigkeitspunkt, neue Gravur. Ja, machen wir gleich dann. Schützen! Auf Position! Macht euch bereit! Getroffen! Na komm! Malakas! Scheiße, die haben uns auch noch. Oh Gott! Wie kann ich denn. Jetzt will ich in Deckung. Wie kann ich denn Speere benutzen? Einleiten. Okay, während die anderen noch angreifen. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Nein! Das ist auch nicht klug. Dann habe ich Wasser zu springen. Wo ist denn meine Crew? Warum haben die alle Namen? Das heißt, sie sind besonders. Schiffszustand wiederhergestellt. Okay. Haben die Holz da drin? Olivenholz. Wunderbar. Das ist auch geil, dass das andere Schiff uns in der Zeit nicht weiter angreift. Deswegen könnte ich auch eben entern. Lass mal, holen wir uns das Fette hier. Oh, Stufe 7 ist das ein. Oh Gott! Viel hier los. Scheiße, hier fallen Leute vom Bord. Oh Gott, ich gehe kaputt. Ich hau ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warum kommen denn alle Level 7 auf einmal?
Nee, das sieht echt nicht gut aus. Kann ich das Schiff denn irgendwie reparieren mit Holz oder so? Zustand. Keine Galionsfigur, wow. Ich könnte jetzt mal eben eine andere Galionsfigur da reinmachen. So weit kommen die auch nicht. Die verfolgen uns da hinten ganz schön. Scheiße. Wo bin ich denn hier? Ich wäre in Megaris. Ich könnte auch hier anhalten. Ich muss die doch, glaube ich, angreifen, ne? Ist das meine Quest, dass ich die kaputt machen muss? Vernichte die Athena-Blockade 2 von 3. Ah, okay. Ich glaube... Ja, die 2-7er gehören gar nicht dazu. Die haben sich da nur eingemischt. Ich muss eigentlich nur das da hinten platt machen. Macht schneller! Die haben sich einfach mitten da im Fight eingemischt. Die kommen direkt auf uns zu. Ach, verpisst euch doch. Ich... Schießt noch einmal! Jetzt rammen die uns. Oh Gott! Das werde ich nicht schaffen. Dann mal weg. Wir segeln so schnell es geht. Kann ich jetzt absteigen? Während eines Konflikts geht es nicht. Jetzt hängen wir auch noch in der Bucht fest. Ah, verdammte Axt. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich brauche die Schützen. Locken. Aber wenn wir das kaputt machen, ist der Schiffsstand, Schiffswiderstand hergestellt. Komm, das müssen wir schaffen. Oh Gott. Das wird so knapp. Naja, das sagst du schon dauernd. Wir halten noch ein bisschen was aus. Komm, ein Schuss noch. So, und jetzt gehen wir an Bord. Wir sind außer Gefahr. Erhöht das Tempo! Deshalb sollten wir aber nicht unvorsichtig werden. Dann leiten wir mal das Entern ein. Ja, Mann. Aua. Komm gleich wieder. Komm zu zweit auf einen. Komm, mein Freund, hilf mir. Kopfgeldjäger jagt dich. Scheiße. Nur weil wir jetzt ein Schiff angegriffen haben, was nicht zur Quest gehörte. Warum machen die eigentlich nichts? Die jubeln hier nur. Ich muss dringend Leben herstellen. Ist auch geil gemacht, dass die auf dem Schiff hier rumstehen und die anderen da. Ist auch irgendwie eine Möglichkeit, dass ich Kämpfer mit rübernehme. Ja, stimmt. Einfach mal alle wegtreten hier. So. So kann man auch aufräumen. Hau ab. Der Trip gefällt mir. Das ist cool. So. Schiffszustand wiederhergestellt. Ein Traum. Jetzt hab ich nur einen scheiß Kopfgeldjäger, der noch hinter mir her ist. Was mit denen unten? Stirbt jetzt eigentlich? Ja. Okay, das Schiff da drüben noch und dann haben wir es endlich geschafft. Boah, Seefahrten sind echt nicht so meins, glaube ich. Oh, das ist noch ein Schatz. Auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, das Schiff sinkt gerade. Kommando übernehmen. Gas geht. Oh, ich könnte irgendwas untersuchen. Durchsuchen. Da, Holz.
Ich habe mein Holz. Ach, das hat schon wieder. Ah, scheiße, auf die Pfeile gerade. Noch so viel Damage. Ah, das war easy. Das war easy peasy. Jetzt trete ich die alle ins Wasser. Weg mit dir. Weg mit dir. Das ist aber so geil. Oh, ein bisschen lame, ey. Hast du dich gerade geheilt? Ich habe nie gesehen, dass die Gegner sich heilen. Ich muss erst die ganze Gegner schon besetzen. Oh, da ist noch einer. Geschafft, oder? Vernichte die Schiffe der Athener, 2 von 3. Das unter mir ist noch da, aber das wird jetzt auch verschwinden. Und wir haben Olivenholz. Jawohl. 10 Stück. Ja, perfekt. Haben wir das geschafft? Jawohl. Eine actionreiche Schiffswrack-Runde, Schiffskampfrunde. Und wir haben einen Kopfgeld von Stufe 2. Verdammt. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.